Was kann ich selber in dieser Dunja machen, damit ich am Ende zu den Gewinnern gehöre? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Mein Name ist Jibril und wir reagieren heute zusammen zu einem Video, welches heißt Die Umma auf dem Silbertablett wegruft. Der Enes Berisha hat mir dieses Video verlinkt. Danke nochmal dafür. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann drück jetzt den Abonnier-Button, damit du kein Video mehr verpasst. Und wir starten jetzt inshallah direkt in das Video. Ich zähle wieder mal auf 3. 1, 2, 3, let's go. Das wird, glaube ich, eher ein emotionales Video, von dem er meine lieben Geschwister, gut aufpassen. Die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie durchlebt harte Zeiten. Sie durchlebt Leid und Prüfungen, vielleicht in nie dagewesenem Ausmaß. Die Muslime werden entwürdigt, entehrt, gequält, erniedrigt. Und die Feinde Allahs haben keine Angst vor uns. Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns diese Zeit vorausgesagt. Der Gesandte alaihi salatu wassalam saß mit den Gefährten radiallahu anhum und sagte zu ihnen, dass eine Zeit kommen wird, in der Einladungen gemacht werden, wie Einladungen zu einem Essen. Und die Muslime dieser Zeit werden wie eine Speise sein. Er sallallahu alaihi wasallam sagte, die Feinde Allahs werden zum Essen kommen und die Muslime werden wie eine Speise auf dem Esstisch dargeboten werden. Warum hat der Prophet alaihi salatu wassalam das Beispiel der Speise benutzt? Weil Nahrung keinen Widerstand leistet. Eine Speise lässt alles über sich ergehen. Dieses Beispiel benutzte Muhammad alaihi salatu wassalam, als er über die Umma sprach. Für die Sahaba radiallahu anhum war das ein unfassbares Beispiel. Einer der Gefährten konnte sich nicht zurückhalten. Er sagte, Ja Rasulullah, werden wir so gering an der Zahl sein? Bei Badr waren wir 300 und sie waren 1000. Und wir haben dennoch gesehen. In der Schlacht von Mu'ta waren wir 3000 und sie waren 100.000. Ja Rasulullah, werden wir so gering an der Zahl sein? Nein, antwortete der Gesandte Allahs. Eure Anzahl wird groß sein. Jedoch werdet ihr wie der Schaum auf dem Meer und schwach wie Stöcke und Strohhalme sein. Die Sahaba radiallahu anhum, sie waren verwirrt. Wie konnte die Umma nur in diese Lage geraten? Jahrhundertelang waren wir schon von Weitem gefürchtet. Und nun sind wir wie eine Speise auf dem Tablett. Meine lieben Geschwister, seht genau hin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam mit dem Dien des Islam. Und er kam mit einer Lebensweise und einem System. Und würde die Umma dieser Lebensweise folgen, wären wir ab jetzt bis zum jüngsten Tag erfolgreich. Wir wären in der Dunya erfolgreich und wir wären am jüngsten Tag erfolgreich. Der Dien von Allah subhanahu wa ta'ala ist vollkommen. Allah subhanahu wa ta'ala macht eine klare Aussage. Heute habe ich euch eure Religion vervollständigt und meine Gnade an euch vollendet und den Islam als Dien euch gut geheißen. Das ist unser Erfolg. Das ist unsere Ehre. Das ist unser Stolz. Der Islam, nicht wie du ihn interpretierst, nicht wie ich ihn interpretiere, sondern wie ihn Muhammad sallallahu alaihi wasallam interpretiert. Ein Islam, wie ihn der Prophet alaihi salatu wassalam verkündete. Das ist der Islam. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns eine Anleitung. Ab dem Tag der Verkündung dieser Aya bis zum jüngsten Tag. Für jede Prüfung, für jedes Leid, für jede Not, die diese Umma jemals durchmachen wird. Ganz gleich in welchem Jahrhundert du lebst. Für jede Not, die du durchlebst, für jedes Leid und jede Prüfung, die dich ereilt, findest du die Lösung im Islam. Findest du eine Anleitung im Leben von Muhammad alaihi salatu wassalam, in dem, was der Prophet alaihi salatu wassalam den Gefährten sagte. Und das ist dein Erfolg. Und bei Allah, wenn du die Lösung irgendwo anders suchst, wenn du deine Lösungen abseits von Allahs Dien suchst, in den Lösungen, die von Menschen erdacht wurden, wenn sich dein Blick von den Reichtümern Allahs abwendet und auf die Reichtümer der Dunya fällt, wird Allah subhanahu wa ta'ala dich erniedrigen. Allah wird dich entwürdigen. Da Allah subhanahu wa ta'ala den Weg von Muhammad sallallahu alaihi wasallam auserwählt hat. Wir haben Allah verlassen.
Wann werden wir das begreifen? Wann werden wir aufwachen? Wann werden wir verstehen, dass La ilaha illallah unser Erfolg ist? Das ist unser Erfolg. La ilaha illallah. Meine lieben Geschwister, La ilaha bedeutet, es gibt keinen Gott, es gibt keine Gottheit, es gibt keine Macht, es gibt keine Gewalt, außer Allah. Ob es ihre Technologie ist, ob es ihre Armeen sind, ob es ihre Reichtümer sind, ob es ihre Staaten sind, die Bäume, die Meere, die Ozeane, die Tiere, ob es der Mond ist, die Sonne, die Sterne, die Engel, ob es der erste Himmel ist, der zweite Himmel, der dritte Himmel, der vierte Himmel, der fünfte Himmel, der sechste Himmel, der siebte Himmel, alles ist nichts, alles vergeht, nichts bewegt sich mehr, nichts existiert mehr, außer Allah. La ilaha illallah. Das bedeutet, es gibt keinen Gott außer Allah. Es gibt keine Macht, es gibt keine Kraft außer Allah. Allah ist unser Herr. Allah beherrscht alles. Allah ist derjenige, vor dem du dich niederwirfst. Allah ist derjenige, der einmalig ist. Allahu Ahad. Allah ist der Ultimative. Alles, was du sehen kannst, ist wertlos. Es ist nichts. Nur Allah ist. Ja, meine lieben Geschwister, das war's mit diesem Video. Ich will eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Ich möchte, dass ihr mal einfach selber darüber nachdenkt. Was kann ich selber auf dieser Erde verbessern? Was kann ich selber an mir verbessern? Was kann ich selber in dieser Dunja machen, damit ich am Ende zu den Gewinnern gehöre? Wir haben so viel Potenzial, meine lieben Geschwister. Aber wir nutzen manchmal nur so wenig davon aus. Wir müssen uns an den Koran halten. Wir müssen uns an den Islam halten, so gut wie es geht. Habt keine Angst, was andere von euch denken, sondern seid euch bewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch sieht. Jederzeit, an jedem Ort. Und dass es wichtig ist, was Allah von euch denkt, nicht was irgendjemand anders von euch denkt. Ja, meine lieben Geschwister, ich möchte gerne eure Meinung zu diesem Video hören. Geht jetzt in die Kommentare und schreibt was rein. Das war's für heute mit diesem Video. Wenn du ein Video hast, zu dem ich reagieren soll, dann poste den Link doch bitte in die Kommentare und ich werde es mir inshallah anschauen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.